oder? Weltweit. Ganzen Alpenraum werden so gejodelt eigentlich. Da gibt es eben Leute wie der Christian Zehnder oder Erika Stucki, die sind dann mitten rein und haben aber mit alten Sachen geschafft, wie der Oberton. Ein Oberton ist nichts Neues, das ist gleich alt wie die Musik ist. Ich habe das Jodeln schrecklich gefunden. Furchtbar. Ich habe wahrscheinlich gelernt oder ich habe mir die Frechheit genommen, so zu wühlen in einem Pott von Emotionen und Folklore und Lebensgeschichten. Ich mache eigentlich gar nichts anderes als traditionelle Musik, aber traditionelle Musik, die lebt. Wir können asenfrei sein, wenn wir wüssten, wie frei wir sein könnten, würden wir verklopfen.